Während die melkenden Kühe durchgehend im Kuhstall sind, kommen unsere beiden Kühe, die wir nur heute Morgen trockengestellt haben, jetzt zu der Gruppe der anderen trockenstehenden Kühe, nämlich in den Grashof. Hier können sie sich die Beine vertreten, zwischendurch auch mal Grünfutter zu sich nehmen und die frische Luft genießen. So, nachdem sie jetzt hier im Wartehof und Lernhof noch sind, wird jetzt unsere Marleen das Tor öffnen und die beiden Kühe zu der anderen Gruppe lassen. Wollen wir mal sehen, wie die alten Bekannten sich begrüßen hier. Nicht gerade sehr freundschaftlich, wie man sieht. Vielleicht wäre sie jetzt doch lieber im Kuhstall geblieben. Die trockenstehenden Kühe werden auch noch extra gefüttert. Sie bekommen zum Grünfutter auch noch eine Futtermischung dazu gefüttert, hier im Trog zu sehen. Und wie man gut erkennen kann, ist das eine Mischung mit einem hohen Anteil an Struktur, an Stroh. Denn die Kühe sollen sich zwar satt fressen und jeden Tag genug zu sich nehmen, sie sollen aber nicht verfetten. Sie haben ja im Moment nicht eine Leistung zu erbringen in Form von hohen Milchmengen, sondern sie sollen sich nur auf das Kalben vorbereiten. Sollen sich satt fressen, sollen gut wiederkauen und dafür ist diese rohfaserreiche und nährstoffärmere Mischung gedacht. 14 Tage vor dem rein rechnerisch gesehen und theoretischen Abkalbetermin der Kuh kommt sie wieder in einen Stall, nämlich in den Abkalbebereich. Hier wird sie wieder auf die intensive Fütterung umgestellt. Nach und nach wird die Futtermischung wieder mit den nährstoffreicheren Komponenten wie Maissilage und anderen ergänzt. Wir können mal den Unterschied versuchen sichtbar zu machen. Hier haben wir also mehr intensives Futter, mehr Maissilageanteil. Und hier am Rand haben wir die bisherige Trockenstehermischung mit mehr Stroh. Ich glaube, das ist so auch zu erkennen. Rein äußerlich kann man dieser Kuh auch ansehen, dass sie bald kalben wird. Besonders deutlich, das Euter beginnt sich zu füllen. Man sagt, sie eutert auf. Das Euter wächst. Die Milchproduktion setzt langsam ein. Und diese Kuh wird in circa 10 Tagen kalben. Und wie das abläuft, das seht ihr in den nächsten Aufnahmen. Irgendwann später. Tschüss!